Drehung machen. Welcher? Sekunde oder? Ja, dreh mal kurz hier. Achtung, Steine links. Ich fahr mal. Ja, ich fahr dem hinterher. Fahr dem LKW hinterher, genau. Okay. Pass auf, der fährt über Steine. Keiler, abgesessen operieren, Wiesel, Feuerunterstützung leisten. Okay, absitzen, wir machen Rundensicherung. Hier 1, ich habe irgendwie Richtung Osten RPG-Schütze, komm ich mal drum. Wiesel 2 verstanden, bereits einschützen, bekämpft, wir bekämpfen weiter, komm. Gut so, ich bin links als von dir. Luxe Wiesel hat Infanterie in Truppstärke vernichtet. Ich würde hier weiter Stellung halten und euch überwachen kommen. Ja, suchen wir uns mit. Keiler, Infanterie, vorrücken, vorrücken. Keiler bewegt sich auf Zielrichtung Ostfahrt. Wiesel Zone, bei dir geht irgendwas rein. Scheiße. Keiler, rückt vor! Irgendwas ist da scheiße! Ja, das ist gerade Einschlag, ich hab's auch. Wir müssen aufholen, über die nicht wohl sportlich. Ja, warte mal. War bei uns nur Unterlauf. Okay, fährt schon wieder zurück. Wookie für Zugführung. Zugführung mein Streichen. Ja, pass auf, mein Dingo ist geplatzt. Ich hätte direkt aus dem Wald nicht mit Granate oder was reinbekommen. Ich bin jetzt als Trupp etwas. Ja, somit lass dich gegebenenfalls durch dein Fahrzeug 2 aufnehmen. Luxe, diese Frage. Können wir einen neuen Dingo bekommen? Ja, muss ich klären. Sendung Wookie für Zugführung kommen. Wookie für Zugführung, kommen. Wookie hört. Frage, könnt ihr irgendwas aufklären, was da gerade den Dingo zerlegt hat? Kommen. Das
deswegen habe ich nicht vorhin... Zur Aufklärung gerade ausgestiegen, geben gleich weitere Infos durch. Ah, keine Betrug. Leider schießt auch schon... Ja, weiter aufgeklärt, der Sturm Ost an den Compound, wir bekämpfen jetzt und gehen dann weiter vor. Also mit, stimmen Sie hier vorgehen mit Wiesel ab. 2-1 bei uns. Wir stellen uns ja auch Richtung Feind. Ja. Ja, okay, gut. Wenn wir jetzt so stimmen, stehen wir halt in der Hauptrichtung Feind und können uns hier in der Nebenrichtung Feind stehen. Mhm. Okay. Wiesel 2-1 kommen. Hier Wiesel 2 kommen. Ja, pass auf, geh mal mit auf den Zugpunkt rein. Ich bin jetzt zunächst erstmal infanteristisch und warte hier. Da spreche ich mal mit Keiler auf, ob die, habe ich verstanden, Anschlag bei Papa Papa 4 kommen. Ja, bist du mit, gebe ich weiter an Rabe. Also, Fahrzeug muss ein bisschen näher ran, dann auf Bridge, beginne mit einladen, dann Fahrzeug einladen. Zugführung wird. Ja, Frage, kannst du mitkommen und wir reden kurz unter 4 kommen? Kann ich machen. Kann man. Ah, danke. Rotten, du schon mal besetzen, wir fahren auch mit dem Fuchsfahrer als Sicherung. Jawohl, ich sitz auf. Ja, dann können wir wahrscheinlich auch. Mit, ne? Ja, dann können wir aber eigentlich komplett, oder? Wenn ihr jetzt mit dem Fuchs und mit dem LKW kommt, dann können wir gleich komplett Papa 4 vorverlegen. Ansonsten hätte ich auch mitnehmen können bei uns. Ja, wir denken mal, wir verlegen vor, weil die sind jetzt schon so weit Richtung Osten vorgerückt. Da sollten wir bei Papa 4 einigermaßen sicher sein. Es ist ja fast 1 Kilometer entfernt. Das klang nicht gut. Wir verlegen mal komplett. Ja, Wiesel für Zugführung, komm. Ich sag dir Bescheid. Ey, verlegen jetzt komplett Rabe und Lux zu Papa Papa 4, ziehen dort runter, machen dort Wagen hoch, komm. Ja, Fuchs, dann fahrt ihr vor. Ja, wir nehmen den Multi in die Mitte. Genau. Die ja, machen wir. Wir haben mal einen Preis. Warte. Klärt durch mich, bitte bei Keiler nachfragen. Wiesel! Ja, ihr habt Helikopter. Hier. Nee, sie haben abgestürzten Heli gefunden. Wir sind
gell? Sicher nicht Süd. Nordwesten, scheiße. Ich dreh um. Kommen wir unter Beschuss. Nein, nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Kommen wir unter Beschuss, kommen wir unter Beschuss. Rabe, durchbrechen, durchbrechen. Bis zur nächsten Stellung durchbrechen, Rabe. Der Beschuss aus Nordwest, Nordwest. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, ich hab's neben vorbei. Stehen schlicht da. Rabe ran! Rabe! 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 Oh Gott, die haben sich festgefahren. Warum? Sag mal bitte deinem Truppführer, ich brauche auf jeden Fall ein MG in die Richtung West. Weil da kam gerade Beschuss her. Kommt er ja, alles klar. Rabe. Hey, ja, Mann. Alle, ich prüfe jetzt Feindkontakt bei Papa, Papas Rabelux, weiter Auftrag geben, Zustellung Keiler, dort in Stellung gehen. Junge Lux. KI gesteuert was? Ich geh mal ins MG von LKW. Lecker? Die fahren Richtung Süden raus, oder? Wir sollen zu Keiler. Nach Süden? Ja, die sind so. Da Richtung... Wir haben gerade aus Nordwest Beschuss reingekriegt, also irgendwas. Ja, ich weiß. Na dann. Wenn Rabe auf Vorkehr ist. Ich hab's gemeldet, wenn du es ihm noch kurz meldest. Kann jetzt schon kommen. Warte mal. Ja, keine Ahnung. Der Rabe ist hin. Der ist schon Richtung Süd durchgebrochen, oder? Ja, dann fahren wir hinterher. Da die Straße runter. Gruppenstärke. Bewaffen mit der RPG. Meine Absicht ist es, Zangenbewegungen durchzuführen zwischen dir und mir. Jetzt mal zurück. Ich gehe Stellung, das ist jetzt. Ja, jetzt passt, jetzt vorwärts. Ja, bis zum Mittel, wir gehen jetzt voll mal in Richtung Nordwest. Nutzen für Luft. Nutzen waren wir unterwegs zu Keiler, Info und Liebe, falls wir haben Feind im Rückraum aus Westen kommen. Vernichtet, halten weiter die Stellung und sind jetzt auch weiter im Feuerkampf. Westen West. Luxemburg, Feindkontakt aus Südwesten, Sabas. Wiesel wird jetzt unterstützen Richtung Südwest. Mach mal lange Beine, dass wir hier vorne.
aber ich habe aufgeklärt, Feind in Halbgruppenstärke Richtung West-Nordwest im Wald, etwa noch 200 Meter von uns. Kalle, so mit, wir bekämpfen Feind. Kalle für Lux, medizinische Stelle eingerichtet, nordöstlich eurer Position. Wir haben Feind hinter dem Berg, ca. 200, dass du Bescheid weißt. Aber da nicht irgendwas in die Richtung? Naja, die da in dem Bereich halt. Das ist eigentlich, oh oh. Ja, hierzu zu so. Durch Stellungswechsel, ich begebe mich circa noch ostwärts des besagten Waldgebietes mit Feind in Stellung und beobachte Richtung Waldgebiet eine. Ah, Wiesel ist nördlich von uns. Die kommen jetzt aus Norden rein, Wiesel. Hm. Aktuell in Süd und aus Nord. Wie fährt Wookie denn jetzt da rein? Die sollen aufklären. Aber die sollen noch nicht hinfahren. Das ist. Vielleicht sehen die nix. Kalle, Wiesel, ich bin jetzt auf deiner Höhe. Ich überwache mit Richtung Waldgebiet. Greif mal ankommen. Boah, ist das warm da drin. Hi, der Fett. Hallo für Lux, kommen. Ja, keiner hört. Frage, haben Sie Verwundete zu melden, kommen? Ja, wir haben einen Leichtverletzten, wir könnten gleich mal eine kurze Therapie brauchen. Ah, bitte dann zur verwundeten Sammelstelle kommen, Richtung Nordost, wie von angegeben, kommen. Ja, keiner bewegt sich dahin. Das Setup. Kalle, wie geht noch was? Nein, 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 da soll sich der Verwundete draufsetzen. Nicht, dass der einen Hitzschlag kriegt, weißt du? Naja, schon klar. Ich hab Kalle, blick grad zur Sandstation. Ich brauch einen Doktor für meinen Freund. Ja, bitte Verwundete einmal auf den Stuhl setzen. Nicht, dass wir bei der Hitze umklappen. Im Auto ist zu heiß. Ja. Die Lehne gucken. Kennen Sie den Stuhl? Oder sind's geht schon so schlecht? Ich sitze. Ja, Miros, ja, ich mal. Ja. Fühlt sich besser. Ja. Ja, hat ein paar Prellungen in der Puls hat auch schon mal, das sieht schon mal gut aus. Ja, Schmerzen auch ansonsten. Guck mal, sein rechtes Bein zittert aus, da müssen wir auch mal gucken. Ich hau da mit dem Hammer da mal ein bisschen drauf. Ja, wie ist aber hier einfach. Guck mal. Ziemlich nervös. Ich glaube, der lebt noch. Ja, so hört. Drei Grün. Mul verwundet Meldung kommt. 5 Grün-Grün. Hier ist 2 Grün-Grün. Ja, 1 bitte. Nimm mal ein bisschen Saft. Nur ein bisschen. Ein bisschen. So, einmal austrinken bitte. Ja, bisschen mehr reicht. Saft ist ein wenig bitter, ne? Also nicht. Keine Beklagen haben und sowas. Boah, Saft ist drin.
Schmerzmittel kannst du dir selber geben. Ja, von wegen Killer und so. Nicht, dass wir über das hin sind. Du kannst wieder aufstehen. Jawohl, oh, ich danke. Dankeschön. Noch jemand verwundet, oder? Ja. Oh, das ist aber schön. Oh, naja, da müssen wir nähen. Ja, yep, macht's. Wird jetzt kurz wehtun, ne? Ein, weiß mal kurz, ob das Stück holt. Ja, alles doch. Okay. Gut, das dauert hier ein paar Sekunden, dann will ich ganz schnell austreten. Durch meinerseits. Fertig? Ja. Und das wieder aufstehen. Gerade du bist entlassen. Ja, ich bin gerade austreten. Ah ja, hervorragend. Oh, jetzt macht er auch noch auf den Stuhl. Ich würde sagen, du musst den Stuhl nachher desinfizieren. Einmal mit Profis, ey. Die Pfütze, die auf dem Stuhl steht. Wieder aufstehen. Musst du noch desinfizieren. Besten Dank. Immer wieder gern. Ja, Fahrzeug auch durchgelüftet, ne? Ja. Ist denn bitte ja froh, dass wir den draußen versorgt haben, nicht im Fahrzeug, ja? Das Fahrzeug kaputt. Ja. Ja, schrecklich. Wir können soweit Piloten aufklären, der zweite Mann ist. Auch nicht aufklärbar, wahrscheinlich in die Stadt verschleppt oder eliminiert. Habe ich mit, woher das wahrscheinlich kommt? Hast du irgendwelche Informationen, dass es das sein könnte, kommen? Negativ, reine Vermutung. Habe ich verstanden. Meinst du, man kann die Dinger irgendwie anschalten, so zwecks Ventilator und so? Nee, nur mit Wasser. Das geht schon. Wie kommst du darauf, dass es bei dir Chaos ist? Nein, das ist also von hinten. Ja, ich weiß. Ich war auf der Straße, da wegen der IDs und so. Ja, damit man sie klemmen. Wenn ich sie sehe, tatsächlich. Ich würde euch gerne mit einbinden jetzt bei der Personenbefragung. Ja, lass uns erstmal vorgehen, erstmal gucken, was da vor Ort ist. Ja, das, wie gesagt, aber okay, ich kurz die Fahrzeuge richtig stellen. Stellung verschieben, ja. Gehen und westlich meiner Position irgendwie so in Stellung, dass du möglicherweise ankommenden Feind aus Richtung Nordwest aufklären kannst. Komm. Auftrag bitte nochmal wiederholen. Ich möchte jetzt erstmal feststellen, wo die Mörsereinschläge stattgefunden haben. Die sind nordöstlich von uns, ca. 500 Meter, Plan Quadrat 116031.
Habe ich verstanden. Auftrag. Lass uns erstmal ran. Jetzt, 200 westlich meiner Position gehst in Stellung. Gucken, was man sich anhört. Wir brauchen die Stellung so, dass du möglicherweise ankommenden Feind aus West und West aufklären kannst und bekämpfen kommen. Auf Rabe. Wir funken ab jetzt auf Rabe. Also seid ihr verstanden, wir geben uns westlich von euch. Ja, lass uns mal ran. Ja. Keiner. Kai, jetzt zu tun? Ja, du willst mir jetzt Sicherung Richtung Süd haben. Wir stehen jetzt noch mitten in dem Grusel drin. Können wir uns ein bisschen verlegen hier? Ja, klar. Sucht euch eine sinnvolle Stellung, so dass wir noch mal machen können. Rappen? Ja. 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 Wir machen kurz eine 525. Punkt ist hier die... Einmal 5 Meter ablaufen, einmal 25 Meter. Nur mal gucken. Minenmäßig. Ja. Weil wir machen das hier um den LKW. LKW ist Mitte. Zugführung für Lux kommen. Frage, neue Aufgabe gesehen, kommen. Ja, hier Zugführung habe ich nicht mitkommen. Ja, einmal in den Aufgaben schauen. Wir sollen eine Kontaktperson finden, der uns mehr verrät. Das wäre gegebenenfalls Auftrag für Keiler. Dann jetzt auf 25 gehen. Die Zuführung habe ich mit, melde mich kurz zu Ende. Ignorieren Sie mal die Zivilisten. Diese Einzige, die zukommen. Vielleicht ja, wieder zu, wir haben Einsicht auf schützende Truppstärke, die sich jetzt in Mankipurun sammeln kann. Erwisch. Ja. Wiederhole Mankipurun, was? Mehr. Wo ist er denn? Da. Wiederhole, wir haben Einsicht auf Schützen. Also, was auf jeden Fall mitgenommen werden muss, deswegen die Britsche, die haben ja schon die Triebwerke ausgebaut von der Tiger, wollten die gerade wegnehmen. Der müsste auf jeden Fall auf die Britsche. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall eine LKW-Führung. Das Ding kommt auf die Britsche hinten drauf. Vereinzelt habe ich hier noch ein paar Motorblätter vom Heckrotor gesehen, die müssten wir dann dementsprechend auch noch einladen. Ich würde sagen, wir laden die jetzt auf und haben. Ja. Dazu du jetzt aufsitzen auf dem Multi. Ich ja, habe ich so verstanden, dann verlegen wir jetzt erstmal Richtung Gruppe, Richtung Stadtpräsident und wie das Ding halt. Wo hast du denn die Rotorblätter gesehen? Die liegen hier gerade da und im LKW liegt auch eine. Rob, du kannst ja nach den Motorblättern schon mal suchen. Ich lade in der Zeit den auf. Was war das? So, höre ich auch. Oh, UGL-Anschläge, nicht gut. Das war hinten, glaube ich, auf den. Das ist UGL. Ja. Da hinten. Der Dingo. Ne, der Igel kommt. Kontaktfeind 225. Ja, Lux, Zuführung Lux, ich krieg gemeldet 225, Feindkontakt. Anrücken Kyle auf Heli-Absturzstelle. Keiler und diese 2 haben ja schon einen Auftrag. Thank you.
östlich von euch auf der Anhöhe 23. Alles andere wäre tiefer gelegen und hätten mal so mit kein Overwatch mehr. Hab ich verstanden, Ende. Baloo dann eben wieder mit hier beginnt mit Einladen und dann das Ding theoretisch vor. Nee, genau, das war auch nee, brauche ich ja hier nur beginne mit Einladen machen und dann hier einladen. Ah, ja, okay, klar. Nicht mit R3F, sondern hier das normale. There's not enough space? Okay, bei doppelt mal so verstanden, wir setzen jetzt hier, guck mal, schöne Heckrotor, der wäre noch nicht schlecht, den man noch mitnimmt. Gut, so Ende. Gab da irgendwo einen zweiten? Ich glaube da hinten irgendwo am Ende. Feindlage kommen. Ja, Keiler hier, einzelne Kontakte bekämpft. Wir gehen jetzt Richtung Stadt, um das zu kontrollieren. Ja, habe ich verstanden. Geht da jetzt nicht zu sicher. Wir können gleich weiterkommen. Verstanden, machen Stadt Enzo und dann völlig mit. Gut zu Ende. Dann noch eins. Ein dritter fehlt noch, ne? Ah, hier am Baum. Nimmst du den, oder? Ja. Rein, ne? Na, guck mal, dass du vielleicht im LKW einladen kannst. Dann halt über hier normal Vehicle Content, ne? Ja. Load in und dann. Ist jetzt, den jetzt auf? Ah, wieder zwei führen kann. Okay. Alles gut. Ah, wie das Strom müsstest du wahrscheinlich auf dem Wiesekanal angucken. Was müsstest du mal gucken, dass es da zum Pritsch ist? Auf die Pitch hat's nicht geklappt. Vielleicht wollte sie dem Frech zu mehr als gut. Deswegen, ich hab den jetzt so bei R3F eingeladen. Okay. Perfekt. Den mehr können wir aktuell nicht tun. Die Raketen haben sie auch schon geklaut, so wie es aussieht. Ja. LKW wird nichts mehr von dem. Na gut, die Raketen da sind teilweise schon kaputt. Ja, ja. Ja, mehr kriegt man glaube ich erstmal nicht weg. Ja, ich sag Zugvorgeschütz. Ja, genau, die Zivilisten können wir erstmal ignorieren. Die sind geflohen. LKW wieder vor zu unserem Haus. Hast du mal Personal befragt, Decker? Ne, können wir mal machen, ja. Ja, machen wir ja. Ja, zieh mal wieder auf Höhe vom anderen Fahrzeug. Aber ich bleib mit Keiler. Da steht Stadt dran, hier keine weitere Feindkontakt. Hab ich verstanden. Wieder UGL beschützt irgendwas. Dann pass auf, wieder zurück, aufstützen. Oh, das war nah. Das ist aber kein UGL, ne? Doch. Typ 5-0, melde mich im Feuerkampf mit Feind Ostwärts, melde mich in Kürze, Ende. Ah, ich hab ne Feindmeldung gekriegt, ich geh mal kurz in den Zugfunk. Zugfunkung, Rabe, komm an. Typ 5? Ich melde Wrackteile erfolgreich aufgenommen. Außerdem bei Zivilistenbefragungen habe ich herausgefunden, es wurde Feind gemeldet, nordwestlich von Absturzstelle etwa 500. Ja, ich wiederhole, Feind nordwestlich Absturzstelle 500 kommen. Jawohl, Feind nordwestlich 500. Ja, ich bin verstanden. Keiler, jetzt nochmal zu dir. Pass auf, weiche aus. Sitz auf Fahrzeug auf. Gesagt, sobald du fertig bist, Mund verwundet, Meldung an mich. Dann jetzt schon wieder weg. Ah, er hat mir das auf der Map da markiert. Ja, weißt du, war super nett von ihm. War nett. War drauf gezeigt hat. Ja, freundlich, muss ich sagen. Ja, die anderen mochten mich nicht. Der hat mich... Hast du mir zugesteckt, oder? Vielleicht habe ich mal ein bisschen Ringelpiez. Achso.
Das ja, dringend die Leute. Vor brennendem Tiger. Muss man fotografisch das Teil. Das Wasser hättest du jetzt auch benutzen können, um das Feuer zu löschen. Ja, oder zum Saufen. Das ist natürlich immer. Ich verarbeite gerade und dann wird gepinkelt. So. Albisch, hast du jetzt eigentlich schon gemeldet, dass wir Wrackteile bergen konnten? Ja. Alles klar. Wrackteile, ich habe gemeldet, dass sie die ja früher aufgenommen haben schon. Mhm. Alles gemacht. Ich warte gerade noch auf weitere Instruktionen. Na Rotten, du könntest dann bei Zeiten schon den Fuß drehen. Genau, dann machen wir 180, ne? Ja, aber bitte ja. Vorwärts fahren und dann... Ja, mach dir ein bisschen Platz, großer Ende des Platz. Miros, ich setz mal kurz unseren Fuchs ein bisschen weg, der steht schon ein wenig nahe dran. Ja, ich wollte dieses Dreieck da machen, diese Fahrzeugdings, aber das ist irgendwie ein... ja, mach. Ja, ein sehr enges Dreieck. Oder war das jetzt ja. Kurz weg? War das jetzt kurz weg? Dann passt das ja. Ja, ja. Ja, Weltraumprogramm und so. Mhm. Sag mal, wo ist eigentlich dein MG3-Bäcker? Wie ist MG3? Ist das wirklich so mit Genfer Konvention und sowas gut? Ich bin kein MG3. War nie MG3. Was glaubst du von mir willst? Nee, wo dein MG3 auf deinem Fuchs ist. Warte. Hallo, ein Sandfuchs. Gibt's nicht. Ja, was? Ja. Das kann MG3, aber... Genfer Konvention, mein Arsch, Junge. Da auch eine 3 drin, ne? Klingt aber schwer, was ist denn das? Achso, ist der blöde. Der Fenne klingt immer wie so ein komischer Panzer irgendwie. Ja. Das ist... Hat der Fenne nicht so eine Turbine? Kann das? Ja, wir sind vorkommen. Pass auf, hör mal gleich mit dem Zugfunk mit, da muss ich das jetzt nicht alles wirklich gleich wiederholen. Ich würde doch gerade einen allgemeinen Befehl für alle raushauen kommen. Ja, verstanden. Gib mir eine Mikrofon. Ja, das hast du schon. Wookie, Zugfunk kommen. Wookie hört. Pass auf, südwestlich 500 deiner Position ist so ein kleiner Compound mit ein paar kleinen Häusern. Guck mal in die Richtung, ob da Feind ist, kommen. Keiler sind die jetzt zusammengezogen hier. Ja. Du meintest du eigentlich, wir werden alle sterben? Och, war nur so eine allgemeine. Hm. Ja, warum schickt man denn den Keiler nicht in die Ortschaft? Verstehe ich nicht. Warum schickt man uns nicht in die Ortschaft? Ja, ihr müsst jetzt eigentlich auch vor, wegen IOD und so weiter, ne? Na, Kampfmittelräumung. Dafür sind wir eigentlich mit. Na ja, gut, ihr sollt ja eigentlich vorher aufklären, ne? Du, aber Bäcker, wer nicht will, der hat schon... Zugführung für Wookie, komm. Zugführung. Werden sie schnell genug merken, wenn sie mal auf eine auflaufen. 500 Meter südlich von unserer Position. Dann auf einmal brauchen sie uns. Da, Südwestlich. Ok, alles klar, hast du verstanden. Markiert auf CTAP. Also richtig, dahin will ich gleich. So verstanden, wie über... Wie viele Soldaten kannst du eigentlich evakuieren mit dem Ding? Mit? Mit dem hier? Sun hier. Drei. Beschuss! Beschuss! Na! Fuck! Na! Weg! Nordost! Lux und Rabe stehen im Feuerkampf. Nahbereich. Nordöstlich. Weiter Beschuss, selbe Richtung, Nordost. Richtung Feind.
Zugführung. Bitte. 60 Grad. Haben Kampfpanzer gesichtet, hat auf uns geschossen. Oh. Wiederholen Kampfpanzer kommen. Das muss eingeschlagen. So bestätigt Kampfpanzer. Ja. Lage und Art. Ich akustisch nicht. Was denn? Kannst du deinen Fuchs hier noch so fern? Wo befindet der sich und muss ich jetzt mit dem T55 oder mit dem... Ich werde meinen Fuchs nicht vor dich als Deckung stellen. Einen Moment, nein. Ich überprüfe mal kurz meinen Kopfschuss. Ja, warte. Keine Hilfsübung, stell dich drauf ein, Panzerbelichtungsdruck zu bilden. Ich werde mich kurz erinnern. Jetzt brauche ich eine Feindmeldung. Was ist los? Komm. Zwei Kampfpanzer, Typ unbekannt, aber schwer. Circa 30 Grad. 300 Meter von uns entfernt. Ja, komm. What the fuck? Doch, das ist schon 30 Grad, aber Wookie sollte sich da dringend verpissen. Ja, die müssen sich was einfallen lassen. Kyle, jetzt zurückkommen. Das ist nah bei uns, ne? Hier, das ist da vorne. Ja, Kyle sollte Milan stellen, aber ganz schnell. Oder Melz oder sowas. Wir sind bei den Nest, dann kommt es halt irgendwie, wir sollten uns verpissen weg. Was? Kyle, jetzt zurückkommen. Das müssen die regeln. Hallo? Das ist direkt hier vorne. Ja, pass auf, irgendwo südlich meldet... Wookie, irgendwie vor stimmt. Kampfpanzer, stell dich drauf ein, jetzt, Ja, Stille heißt aber meistens nie was Gutes. Ja, aber es ist ja auch noch nicht zum Text mit dir, also zum Berge. Richtig, ja. Würdest du dann im Gen Richtung Nord ausrichten, wo Richtung Süd sind ja als eigene Kräfte? Ich vertraue dir noch nicht. So. Hallo? Ja, bin ich. Was ist denn so deine Analyse? Taugt das Triebwerk noch? Hast du es da schon mal angeguckt? Jetzt hüpfen alle langsam am letzten. Tiger 45. Keiner dann selbstständig angesprochene Maßnahmen durchführen, Meldungen, sobald Kampfpanzer fertig sind. Meinst du, kriegst es dann zurück in der Insta dahin? Dann können wir weiter vorwärts. Schauen wir mal, ob es Ölwechsel da putzen. Ja. Auf jeden Fall mit Hochdruck einmal durch, ne? Die ausblasen und gut ist. Kann ich mich auch wirklich nur als kleiner Trupp da hinten dran machen, komm. Ich setze mich mal kurz bei uns in den Reihen. Also bitte, rücken jetzt vor, Richtung Süd. Aber ich glaube, die Rotorblätter, die sind, kann man nur noch als Bild verwenden. Ja, ich glaube, die kannst du nur noch einschmelzen und neu benutzen. Rums? Das ist übel, was das in der Entfernung ist. Entweder war das Mörser, der gerade geschossen hat, oder es hat irgendwas eingeschlagen. Hat so diesen typischen Mörser. Ja, ja. Ich würde mal kurz Pipi machen gehen. Ich setze mich mal auf den Beifahrersitz für den Fall, dass wir regeln, dass einer fahren ja, kann. Ne? Sehr gute Idee, ja. Geht keiner da jetzt zu den Autos rein? Ja, die versuchen jetzt erstmal Richtung Straße vorzurücken. Um gegebenenfalls dann Einblick noch zu kriegen auf diesen, ja, auf diese gemeldeten Kampfpanzer. Achso, die sind noch nicht bekämpft worden. Ne, bisher hat ja nur Wookie Aufklärer haben diese Kampfpanzer gemeldet. Wookie, Zugführung, meld mal Kalle die aktuelle Position der Kampfpanzer, beziehungsweise halt Kalle entsprechend update den regelmäßig. Jo.
auch. Das war meine Vermutung. Komm mal so in bessere Position. Da kommt wahrscheinlich der Mörser gerade runter, hinter uns. Nicht, dass Wookie down ist, ne? Wookie, Wookie, hier tippt er, komm an, komm an. Rückführung für Lux, vermute Wookie Ausfall, die haben sich jetzt eine Weile schon auf Sie nicht mehr bewegt. Ja, hier tippt er, habe ich verstanden, noch Trennung, keine hier tippt er, stelle ich drauf ein, Wookie ist ausgefallen. Selbstständig primär die Kampfpanzer vernichten. Wenn ihr könnt, Kameraden bergen. Das Problem ist, ich kann jetzt mit den Fahrzeugen hier nicht großartig überall mit mich bewegen, wenn die Kampfpanzer aktiv sind, komm. Also verstanden, wir stehen im Vorkampf ein. Die Frage, ob wir es dann vorbrechen. Aber dann platzen wir wahrscheinlich. Ich stand, sobald es wurde bekämpft, Oho! Wie, wo, Nord oder was? Bei Infanterie auf 14 Grad, Position, 100 Meter. Shit. Hab ich verstanden. Nord, diese Vorwurf von groß von der Feind. Ich kann dir noch nicht genau sagen, wie viel. Werde ich verkürzen. Jetzt gesehen, ja. Alle für Lux kommen. Ja, keine Ahnung. Frage, könnt ihr schon abschätzen, ob der Weg zu Wookie frei ist, damit wir sie rausholen können? Kommen. Ah, die müssen jetzt zwischen uns und bekämpften Panzerli. Wir klären gerade, ob Panzer noch im Vorfeld sind und geben dann Bescheid. Also mit. Totalausfall Rabe, Totalausfall Rabe, Lux nur noch einer am Leben. Hat Ruhe, eins kommt. Oh.
Reifen und verwundete Forderung durch Schnell. Da Zugführung hier, Wiesel 1 kommt. Herr Anfang, der Keiler lädt uns mit ein. Er schafft die Zugführung im Sammeln des Primärstellen bei Max. Ja, da vorne am Fuchs, da brennt einer. Da müssten mindestens noch zwei liegen, pass auf. Der Keiler hier, wie sie eins kommen. Ja, Keiler wird. Ja, pass auf, schmeiß die Tür mit deiner komischen Karre da rein. Schnellstmöglich zurückverlegen. Wir haben jetzt hier ein kleines verwundetes Sammelnest, markant Rauch. Dort werden wieder Fit gemacht. Dann machen wir das bei 60 mit deinem Männer. Kommen. Ja, schöner Plan, aber mein Fuchs wird der Beschuss getroffen. Ja, Trauma, sei verstanden, Schiffer, muss dann jetzt in Feind werfen, wenn er dann schwingt. Entrennungsführung, wie seid ihr? Mir was bleibt bei mir. Mit der da vorne am Fuchs, da müssten noch zwei liegen. Fuchs. Der Keiler hier, eins. Pass auf. Ja, Keiler, ich komme die, aber was ist mit Feind? Habt ihr eine Menge gemacht da, oder was? Das ja, Schützenzelt so bekämpft. Unser Fuchs hier ist keine Art. Ja, sie können schon verlegt werden, wohin? Dann in Richtung des Zeiges. Du kannst den hier mitnehmen, der kriegt gerade Blut, also der sollte bald wieder kommen. Ack und Sack nehmen, verlegen. Scheiße. Richtung. Geht der weg? Geht von dem Fahrzeug weg. West. Mit den Teilen zu renn ich auf. Ja natürlich, roll dich, roll dich. Warte. Nein. Das ist egal. Renn ich noch? Nein. Gut. Ja, auch nicht mehr, Gott sei Dank. Ja. Ja. Keiler, ja. Ich kann mitpassen. Nehmen wir auf jeden Fall gleich mit. Ja, da hört. Na, frag an Dingo. Hochspruch mit, oder? Ja. Wir verlegen jetzt nicht die Nordwest mit einem Muki. Okay. 1000 da dran schon mal. Machen wir so. Eins, Ende. Zugführung, die 1-9. Ach, pass auf, hier bringe ich die wieder wie Plan. Schnellstmöglich Kessweg anfordern. Dort drei Typen reinsetzen, schnellstmöglich Richtung Base fliegen und drei neue Füchse ausbrocken, damit wir weiter angreifen können. Wir haben keine Zeit, kommen. Habe ich verstanden. Ich unterstütze bei der verwundeten Versorgung, hol mal Kessi weg. Herzlich willkommen, ich fokus Kessi weg an. Trennung, sprichst du ab mit Keiler, die sollen drei Mann absetzen für drei Füchse, dass diese nachgeführt werden, kommen. Habe ich verstanden, Ende. Natürlich top 100%.
Deutschland, hallo. Was hat uns denn gerade verrissen, sag mal? Sehr gute Frage. Kann der Typ für eine Frage direkt ins Wasser kommen? Decker, ich habe mir jetzt einen Igel gepackt. Da war noch ein Platz frei. Ein Igel? Naja, schon rausholen und Versorgen weitermachen. Ich dachte, wir verlegen jetzt zum so. Dingo. Okay. Warte mal, wo ist denn der Tanko? Tanko, ja. Sollen wir jetzt die Wundeten zum Dingo bringen oder nicht? Ja, bringt ihn einfach in den Dingo rein. Das ob denn? Aber letztendlich ist egal. Hauptsache irgendwo ein Auto, das zur Info, es hat sich gerade ein Pickup mit Waffen und hinten drauf aus der Ortschaft Richtung Nord bewegt. Check, beides mal im Auge. Gut, ja, du kannst irgendwo wieder aufsitzen. So, Führer 1, komm. Bitte? Ah, Käseweg angefordert, Käseweg, Standby. Käseweg F5 Mike bei 112028. Keiler, bitte dreimal abstellen, die schnellstmöglich die Füchse nachordern, dann BAT, Pio und Milan kommen. Ja, ich versuche gerade Funkkontakt zu Keiler bekommen. Ja, einfach Keiler mal voll schreien, die bewegen sich schon. Eins Ende. Sicher. Wo sind denn Mirrors? Oh, was war das denn jetzt schon wieder? Er schimpft schon gerade Einschläge hier im Raum, kann es gerade nicht orientieren. Kann bestätige aus nördlicher Richtung von euch aus gesehen. Was sind jetzt hier wieder?
DAT, dann braucht ihr den nicht nehmen. Ja. Ja, ja, genau, und ich nehme den Sandfuchs. Aber der war wieder den Sandfuchs. Was neu gespawnt hat, das ist doch immer kein Biofuchs. Die normalerweise zwei hinten, normalerweise, müssen wir mal schauen. Ja, stimmt, war. Also da war keiner mehr. Mann, da geht immer noch alles auf. Ja, wir machen nicht gleich dicht. Mirrors. Machen wir haben ja hier eh unser Fahrzeug bei uns. Was, Balu ist auch noch da? Scheiße, lass mal kurz den Balu noch aus. Mirror sollte nicht so viel laufen. Wo ist Mirror? Ja, hier. Da. Muss noch genäht werden. So hinter uns, Balu oder Bloody? Ich kann mal gerade die Naht an Mirrors, weil das dauert nicht. Kannst du mir mal kurz sagen, was da passiert ist, Mirrors? Ein Fahrzeug ist nämlich zuerst geplatzt, das war der Fuchs. Warum? Der erste Einschlag kam, ich hab dich am Boden gesehen und Balu auch. Dann bin ich hin und wollte dich aus dem Fahrzeug, unter dem du lagst, wegziehen. Jetzt haben wir einen. Ja, viel Spaß, geh ruhig wieder in dein Auto und blute nicht wieder. Wir diskutieren das dann mal. Ja, wir diskutieren das irgendwann mal, ja. Ich lass mal wieder zurück. Echt? Willst du wirklich zurück und dir den Spaß entgehen lassen? Na, aber 100%ig gehe ich wieder. Auch wieder ein Argument. Dann will ich aber schon in der ersten Reihe sitzen. Da viele umgefallene Mauern. Kalle will Zugführung, Fragelage kommen. Kalle hier Zugführung, Frage, eigene Lage kommen. Ah, hier Keiler, wir sind jetzt im Ort drin. Wir versuchen entsprechend Informanten zu befragen. Ja, ich verstanden, Frage, Feindkontakt vernichtet kommen. Ja, Feindkontakt Richtung Ost vernichtet, Feindmeldung vom Zivilisten Richtung Nord, können wir nicht aufklären. Habe ich verstanden, ich komme nicht drum. Wiesel 2, Wiesel 1 kommen. Hier Wiesel 2 kommen. Ja, Wiesel 1, pass auf, es gibt irgendeine Meldung, dass Feind Richtung Nord ist. Beweg dich mal so in Stellung, dass du aufklären kannst, sollte aus Richtung Nord Feind kommen können. Diese Zug verstanden, zur Info, wir haben Einschützen bekämpft, Richtung Richtung Ost kommen. Habe ich verstanden, eine. Meine eigentliche Zielperson weg ist, das gibt's doch gar nicht, oder? Was? Oh nein, warum? Was ist weg? Meine Kontaktperson.
KD-Zugführung, ich begebe mich auf deine Position, unterstütze euch mit in der Ortschaft. Luxe-Zugführung, selbstständig, immer mal wieder Stellungswechsel, dass ihr nicht zu lange auf einer Position seid, kommt. Nicht, dass der durch Beschuss getötet wurde. Hm. Er ist weg, er ist weggelaufen, kann er eigentlich nicht sein. Hannes meinte gerade, du willst hinterher. Wieder was? Zuführungsstelle, Zuführung, weil momentan nicht erreichbar, was ist los? Ja, wir fahren ergeben, Insurgents fällt auch Richtung Decken? Süd, das heißt, es würde uns helfen, wenn einer Richtung Süd decken würde. Ne? Hm? Ja, ich wiederhole letztens, Feindrichtungsstellung, Feindstärke noch. Ja, ob du mitgekriegt hast, was uns vorhin zerlegt hat. Ich war komplett überrascht, dass unsere komplette Wagenbrücke explodiert ist. Ja, positiv. Ja, ich dachte, da war Feindzuführung, ja, ist verstanden, dann gebe ich so weiter. Das meinte gerade, dass... ich hatte das Gefühl, da kam Mörser direkt auf uns gezielt runter, dann hat das eine Fahrzeug weggenommen, dann ja auch die anderen. Du pass mal auf, so wie es aussieht, ist die Kontaktperson... entweder durch Beschuss oder durch irgendwas anderes nicht mehr dort, wo sie sein soll. Okay. Das heißt, wir geben denen jetzt noch ungefähr 2 Minuten. Danach gebe ich dir die Position oder ich kann es dir jetzt schon mal geben. Ja. Guck mal, Karte. Ja. Ja, Lager, der oh, doch, jetzt passt. Na, die haben doch gefunden. Alles klar, dann hat sich das erledigt. Ja, pass auf, du direkt einen Schulterschluss. Dann hat sich das alles erledigt. Dann hat meine Sache doch funktioniert. Du alles ist gut. Diese im direkten Schulterschluss und hast dafür Freigabe. Komm her. Jetzt so verstanden, wir verschieben derzeit weiter entlang der Anhöhen. Genau. Also, 20, wie gesagt, wir haben bis maximal auf 19, Feindlager nördlich. Bereich nördlich der Stadt. Ungefähr in diesem Bereich hier. Haltverbindung mit Keiler. Dass, wenn Feuer von vorn kommt, ihr direkt in Richtung miteinander wirken könnt, kommen. Hm. Wie sind so verstanden, kommen? Ja, tipptopp, beeindruckt, ne? Mir gefällt deine Kappe. Baker, ihr habt keine Drohnen dabei, ne? Nein. Brauchen wir auch nicht. Krieg mal ohne Drohne hin. Ja, Zugführung für keinen. Zugführung? Ja, Zivilisten aufklären können, der hat uns entsprechende Informationen gegeben, wir haben es unter Aufgaben aufgeschrieben. Zugführung habe ich verstanden, ich melde mich in Kürze. What the fuck? Was? Es ist immer wieder lustig, in die Verteilung zu gucken. Was war das jetzt? Kannst du den Fuchs so ein bisschen hier ranziehen, dass der nicht so hinterm Dingo steht? Ja. Ich wurde nur ein bisschen gedeckt von der Feind. Naja. Aber dass er halt nicht hinterm Dingo steht. Alle für dich zur Info, wir sehen nur so weitestgehend bis zum Waldrand. Alles dahinter können wir jetzt weitestgehend nicht überblicken, wir haben jetzt aber hier keine sinnvolle Stellung, das heißt, wir würden seine Richtung sozusagen deine Flankensicherung machen. Oh oh. Karl hat Feind aufgeklärt, Feind Lager aufgeklärt, Freiwilliger Sicht, aber wir werden jetzt ansetzen dahin. Ja, und schon ein Ausfall. Als Zugführung habe ich verstanden, Achtung, Feind im Nahbereich. Angriff abbrechen, ausweichen, Sandsturm, das wird zu gefährlich. Sturm? Guten Sandsturm gemeldet bekommen. Ja, das stimmt bei mir aber einiges gerade. Das kommt auch. Ich hab mich hinten rein. Hey,
hier zurückführen, gib mir mal eine genauere Position des Lagers, kann man. Ja, ich muss ihn zurückverlegen, dann werden wir es eben einzeichnen. Also muss ich nicht allzu weit zurückverlegen, aber ab schon das kommt. Diese 2 Uhr zur Info, die vermutlich Feindtruppe in ihren Rückraum kommen. Mit wahrscheinlich aus dem Nordwesten, dann wird auf meinen Nahbereich kommen. Was sind jetzt aus dem Rückwärtigen? Da war gerade 50er hinter uns, ne? Irgendwie schon, ne? Aus 1,90. Aber das ging nicht auf uns, das ging irgendwo anders hin. Er lugt jetzt zurück von Feinde Rückkommen. Doch Feind im Rückraum. Doch links von uns. Oh. Gehen wir doch auf uns. Ich war den. Nee, ich muss den Raum jetzt wegfallen. Hat schon mal aufgehört, ne? Bei mir nicht. Achso, dann ist er immer noch. Kann ich jetzt mit Führung kommen? Er hat nur eine Frage, eigene Lage. Sowie Markierung für den Feindlager kommen. Keine Zugführung, ich bin jetzt auf deiner Höhe, ich unterstütze dich im Feuerkampf. Keine Flux, kommen, sag mal, braucht ihr medizinische Unterstützung, kommen. Wir verlegen den rückwärtigen Raum. Ja, dann anschließend Mundverwundeten Meldung an mich. Und ich brauche wirklich die Position des Feindlagers.
gerade so ein bisschen erwischt da vorne. Hallo, stell dich schon mal drauf ein, Keile zu behandeln, zu unterstützen. Also mit stehen. Keile, schnell, schnell, jetzt zurück zu Lux. Na, 2, 1, komm. Gut. Nein, 1, schnellstmöglich jetzt auf mein Ecosera vorziehen, rechte Flanke. Wir decken das Ausweichen von Keiler kommen. Jetzt hoch verstanden. Kommen. Na, Marsch, Marsch. Keiner verlegt den rückwärtigen Raum hier. Alter, stand. Nur ist 300. Gut, ich komme jetzt gerade zurück. Ich glaube, wir haben ein bisschen was zu tun. Herr 2-1, wir haben voraus, feindliche Truppstärke zu laufen und weiter bekämpft werden. Noch ein bisschen nach hinten. Ja, Navi, Zug führen auch ausweichen zu Lux, bitte. Hier rüber. Hier rüber. Machen wir nicht da vorne, ja, machen wir hier. Auf deiner 12 Uhr zeigen, 50 Meter das Einschluss. Ja. Ja, hier. Komm her. Aber hier, bitte. Ja, ich bin dran. Aber eine Reihe bilden. Eine Schlange bilden. Gegenseitig in den Bus geschossen oder was? Ja, das ist Clusterfuck da hinten. Klar, Viper bist durch. Keiler Zug schon bei Null. Viper bist durch. Ich fand dich ja angeboten. Haben wir einen Medic hier? Ja, bin dran. Ja, da, könnt ihr bitte Rundumsicherung machen, solange wir euch versorgen? Das wäre sehr schön. Danke. Sofort Nebelwand setzen, ausweichen, ja, schnellstmöglich ausweichen, Richtung Sand. Marsch, marsch. Durch, weg. Ja, ich brauch nur einen Guardian, komm her. Hier, hier, hier. Ja. Können wir folgen. Alles klar, umdrehen. Hatti hab ich schon gerettet. Ja, der andere ist ja gerade hier oben. Achtung, Peaks. Ich geh wieder an den Front. Und das ist auch genetzt. Ich wollte doch nicht, dass ihr euch hier noch langweilt. Ja, es war kurz davor tatsächlich. Jetzt vorher eins, vielleicht kannst du... Wir hätten fast selber auf euch geschossen, damit wir nicht zusammenfliegen können. Das Feindlager der Vorfall haben wir auch. Ihr habt keine Healing Guards, bitte wer? Ihr habt keine Healing Guards, ne? Das wisst ihr hoffentlich. Ja, ja, ja. Jetzt wo ich prüfe. Alles klar? Alles klar, bist du durch? Ich bin durch? Ja. Alles klar, danke! Ja. Hast du den Tonic gemacht? Ja, ja, alles schon. Jonas ja auch, oder? Ja, hab ich alle. Ja, gut. Ah, Lux meldet, Behandlung abgeschlossen. Wir waren noch nicht mal im Feindlager. Oh, shit. Bist du von links vorne? Was war das jetzt? Mich hab auch geworfen, dass wir Deckung so haben. Mal raus. Oh. Ein Fahrzeug ausgeschaltet. Warte. Keine Frage, eigene Lage. Ja, ja. Warte, warte, die sind noch nicht so weit. Die knallen sie über den Haufen, pass auf. Ja, Kalle, wir haben gerade Beschuss aus Richtung Nord. Wir gehen jetzt auf Feindstellung Richtung Ost vor.
Ja, Frage, konntet ihr Fahrzeug vernichten kommen? Ja, ein Fahrzeug, Besatzung ausgeschaltet von Lux. Im Motor noch. Ja, wie sieht's so, wie sieht's aus? Jetzt weiter vorwärts, Marschrichtung Nordost, bisschen. 500 ist eine geeignete Stellung. Um zu hier irgendwo ist ein Auto. Ich nicht. Ja, Zugführung für Keiler. Ja, anscheinend hier Fehlinformationen. Wir gehen Richtung Nord jetzt zur vermuteten Stellung. Circa 400 um 17 Uhr. Wir gehen nach rechts. Rechts. Markant Feldformation Richtung Nord. Zugführung, Ende. Nein, was ist das? Das ist nicht euer Ernst. Warum? Da reingefallen. Du hast bei dir vorne diese zwei ausgefallen, mindestens zwei Verwundete, werde mich entschlüsseln. Als du die Aufgabe aufsetzen kannst, dann können die erstmal in Sicherheit behandelt werden. Rechts rum. Die Felsen. Nein, Mann. Wenn man ausgeschaltet. Oh Gott, Bloody, was ist denn bei dir los? Rückführung für Keiler. Ich warte für Lux. Wir können eventuell auf unserer linken Flanke Fahrzeuge durchsetzen. Ja, okay, Fahrzeug, ich komme durch. Meine aktuelle Position ist leicht oben links von Keiler auf Seetup. Circa 10 cm davon. Ja, aufpassen. ZSU-Geschütz. Nördlich. So, ich habe hier noch einen Tobi. Bewusstlos? Legen wir ein. Ja. Bin dran. Kann ich mich bewegen? Bist du noch dran? Du bist soweit erstmal dicht, aber ich habe den noch nicht genäht. Ich werde mal beide jetzt nicht sichern. Ja. Kann ich dazu vollkommen. Ganz tolle Lieb gehabt da vorne. Kalle, ja, der hat ihn. Ja, mhm. Keiler hört. Pass auf, wie sieht's wohl so ein Zulauf? Nimm den mal auf und das nimm den mal mit. Geh dir den mit ein. Auftrag jetzt gleich an dich. Weiter das Feindlager durchsuchen. Und prüfen, ob wir vielleicht noch irgendwo die Klose finden. Okay,
Wir haben erstmal hier schweres Geschütz in Stellung Richtung Nordost, das müssen wir erstmal bekämpfen. Teilt uns wieder auf. Kein Torso mehr. Ja, ich bin dran hier. Wen habt ihr da? Schon mal TXA. Aufpassen, wir haben Richtung 030 noch ein Feindfahrzeug in eine Stellung. FSU-Stellung. Ja, Viper halt durch, das wird wieder. Ja, ich mach das auch gleich. Mir wirst du. Ah, egal. Mir ich feucht nicht bei mir. Alles klar, Viper ist gleich dicht. Mal genäht werden. Ich komme mit das Gaming. Okay. Von den Mörs irgendwo gesehen? Nee. Doch, warte, der war mit uns vorne, war. Ja, das soll zurückkommen. Ja, der ist wahrscheinlich ausgefallen, der war von uns der Besucher sieht. Nicht aus, er noch. Ja, westlich stehen Feuerkapellen. Ausgefallen. Stand clear. Na, Viper dran. Wenn mir irgendeiner den Mirror ranbringen können, wäre nicht schlecht. Scheiß ZSU hat jetzt einmal unsere Piloten erledigt. Ja, die wurde erledigt. Bekämpft, die wurde ausgeschaltet. Nein, die hat unsere Piloten erledigt, die dumme scheiß dreckige ZSU. Hä? Ja. Sicher, dass das die ZSU war? Ich meine, das war der Wolf gewesen mit dem GMG. Das ist die Frage, ob der GMG das wirklich war oder ob das die ZSU war. Ich vermute, was war der GMG, weil nachdem die... Ich sag das nicht. Ja, ist gut. Was haben wir denn hier? Ja, wie gesagt, Gaming und... Ja, ich bin dran. Irgendeiner muss alles klar, so, ich geh wieder hoch. Gucken, ob du mir vielleicht die Mirrors findest. Baker, ich bring dir mal noch einen Patienten. Ich helfe dir nur so gut ich kann. Wo ist Placebo? Okay, ich komme. Jetzt Plasma aus. Gib mir gleich die Kette. Ich kann jetzt mit den Sinnvollen Position. Der war wieder besetzt. Zugführung, ja. Hast du die anderen beiden im Griff oder soll ich da was machen? Du könntest ja, mal gucken, dass ich habe immer noch eine kleine U-Station vor. Guck mal, dass du sie nähst. Hast du irgendwie eine Ecosia auf der Deckung? Kann ich davon nicht aufklären, ich bin jetzt mit dem Interessisch unterwegs. Ja, tipptopp 100%. Bin weiter im Feuerkasten, wo große der Feindinfanterie-Truppe rückt an, auf dich kommt. Hab ich verstanden? Ich hab nichts zu nähen dabei.
Soll ich mal nach Norris gucken, Baker? Ja, wenn du ihn findest, bitte. Ja, ich guck mal. Er war irgendwo auf der anderen Seite, glaube ich. Ja, ja. Oh. Achso, der war wieder wach. Oh, kann cool. Tobi noch mal ein bisschen Harz angeben, wenn wir alles. Gehen mal kurz. Dann kannst du bei ihm auch vielleicht mal, guck mal, Gesicht. Mal mal umlagern. Seite klatschen. Pass auf, guck mal auf Vorspecking nördlich meiner Position 200 befindet sich ein Daher, vermutlich ZSU dahinter. Der wird immer wieder wieder besetzt. Weich aus, beweg dich rechts als meiner Position vor und hau mal paar Kamerabarschüsse dort rein. Ja, eins verstanden. Warten Sie zwei. Nein, jetzt hat er wieder gekotzt. Eins Fehler behoben. Wiederholen Sie letzten Funkspruch, komme. Pass auf, guck auf Blue Force Tracking. Nördlich meiner Position 200. Bin ich Tarnet. Geschützt wird immer wieder besetzt. Ausweichen. Setzen rechts als meiner Position an. Hau mal ein paar Kamerabarschüsse da rein. Ja, ist gut, bin dran, warte ich nehme dich kurz. Bedien dich mit einem Wasser so raus, ich hab genug noch. Ja, ist gut. Eins mit. Jetzt passiert. Och Mann. Können wir gerade Schmerzen drin sein? Ja, hat die Behandlung abgebrochen bei dir. Ich mach TXA rein. Nee, brauchst nicht. Warte. Ich mach mal nähen. Okay, du bist zu weit dicht. Baker, ich finde den Mirrors nicht. Ja, zu viel. Okay, warte. Der geht ganz im Norden. Mal genau, Mann. Der liegt 100 Meter nördlich. Soll ich mitrennen zum Decken, oder? Okay. Ja, guck mal, dass du ihn findest. Scheiß Sauerstoff, der drin ist. Ein bisschen Einschätzung habe ich markiert. Ich hab's aufgemacht, blatter Ding. Ich guck den Scheiß. Kann er dann jetzt hier Stelle aufbauen in dem Gebiet Primärsicherung Richtung West zu den Nordkorn? Luxe Zugführung, kannst du hier mit einziehen, vorhin zusammen in der Linie bilden. Was, wo? Liegt hier noch irgendwo jemand? Nee, das ist der einzige gerade. Habe so mit, warte mal. Scheiß Sauerstoffsättigung, kommt wieder. Gut zu Ende. Ein Zufall 1, komm. Okay. NSU, ausgeschaltet, komme. Also vielleicht pass auf, die so in Stellung, dass du Richtung West wieder ein bisschen überwachen kannst. Oh, da kommen noch mal zwei verwundet. Ja, ich so mit Richtung West überwachen. Ich weiche aus, V5, ich melde mich zum 5 kommen. Gut zu Ende. Alles klar. Hauen ihn, hauen ihn. Perfekt. Kannst du mir kurz was Ausdauer geben, das geben? Ausdauer, oh, Koffein. Scheiße. Ich mach hier schon. Hast du da was im Rucksack? Passt die Oma recht dran. Alles klar. Habe auch Rucksack für dich. Nehmen wir mal die Koffein. Ich schmeiß die Koffein nach mir raus, mach hier. Ja. Du hast mein Auge mit auf Ohren kauen. Wie viel ist der noch? Mit. Ah, da ist die Mirrors. Ich hab nur noch den einen gesehen, ist wohl ganz echt. Mirrors geht's eigentlich, aber... Alles mit seinem Torso abgefangen. Das klang nicht gut. Dazu für rein, für rein. Nicht aus, schnellstmöglich Bio, schnellstmöglich Bio, Reifenplatz, Reifenplatz, schnellstmöglich Bio, Ausfall 1, Ausfall 1, Ausfall 1. Habe ich verstanden, diese Einstellung ausreichend zu uns mit in die Stellung hier rein. Hier. Jetzt kommen. Ja, ist gut. Lagerproduktion vor euch. NA90 kommt rein. Vermute den Zufall auf 20 Kilo. Wir brechen hier ab. Wir brechen hier ab. Mission zu heiß, Mission zu heiß. Die Männer müssen gerettet werden. Schnellstmöglich bei Kyler sammeln. Bei Kyler sammeln.
aufsitzen auf die NH. Wir fliegen aus, ist das Fahrer mal neuer. Kommen. Ja, das ist somit, alle Verwundeten soweit wieder bewegbar und fähig zu laufen. Wir verlegen zu NH90. Auf geht's. Ja, habe ich somit der Trennung geraten. 2, hier 1, eine Frage, letzten mitkommen. Ja, letzten mit, wir sind zusammen mit uns unterwegs. Okay, zum Sprung weg hier. Na dann, Morsch, wenn das ist. Rätsende. Immer alle NH90 in Wartposition. Hast du dich die ganze Zeit mit Feuergefechte gefreut und dann rennst du als erstes lachend in der Zelle zu?